Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr EduRoam auf eurem Windows-Gerät einrichten könnt, hier beispielhaft mit Windows 10. Für eine Installation benötigt ihr eine bestehende Internetverbindung, die ihr über LAN oder WLAN zu Hause herstellen könnt. Gebt die Seite uni-s.de/eduroam in eurem Browser ein und wählt Student aus. Klickt nun auf den blauen Download-Button. Der Browser startet dann den Download der Installationsdatei. Diese findet ihr in der Regel in eurem Download-Ordner. Führt die heruntergeladene Datei aus. Gebt eure studentische Nutzererkennung und das dazugehörige Passwort ein und bestätigt die Eingabe. Klickt auf Fertigstellen. Die Konfiguration des EduRoam-Profils ist nun abgeschlossen. Seid ihr dann in EduRoam-Reichweite, geht ihr auf das Netzwerksymbol und klickt auf EduRoam, um die Verbindung herzustellen. Falls ihr Probleme bei der Einrichtung von EduRoam haben solltet, könnt ihr gerne während unserer Öffnungszeiten bei uns in der Benutzerberatung vorbeischauen.